4, 3, 2, 1. Ne, geht schon los. Ach so. Hi. Chris. Jason. Jason, Chris. Ihr habt uns vermisst auf jeden Fall. Das wissen wir schon. Da sind wir wieder. Wir sind wieder da, wir sind bei der Kochtüte. Es ist kalt, Ja, Jason. ich weiß. Aus bekannten Gründen heizen wir nicht. Wir sparen Strom, Gas, alles, was es gibt. Deswegen kochen wir jetzt was Schönes. Auf jeden Fall. Sie. Wir machen was, was uns an den Sommer erinnert. Wir machen ein karibisches Mango-Chicken Chicken. mit Basmati-Reis. Natürlich. Also wir machen ein bisschen Hühnchenfleisch anbraten. Machen wir. Da ist eine Mango drin, bisschen Mango dazu, Lecker, lecker. Kokoscreme und Reis. Das Ganze mit ein bisschen Limettensaft, frischem Koriander. Ich mag Koriander. Wie ist bei dir? Auf jeden Fall. Ja, es gibt Ja. Leute, ganz viele in Deutschland, die mögen kein Koriander. Wieso? Die sagen, es schmeckt nach Seife. Echt? Ja. Also gibt besonders Geschmack, weißt Ja, du? ich finde es auch geil. Es ist grün, es gibt einen geilen Geschmack. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden, jeder wie er möchte. Klar, das sowieso. Jeder wie er So, möchte. hier haben wir unsere schöne Kochtüte. Die ist sehr Und schön. genau, und daher haben wir auch unsere Ah, unseren Werbung. Preisvergleich. Während Richtig. der Zeit machen wir ab und zu Preisvergleiche. Genau, also bei uns auf jeden Fall günstige, gute Qualität und Bio, Super Bio, Qualität. natürlich. Und Und ich. ja, also was wir machen ist, wir gehen in den Supermarkt einkaufen, kaufen genau die gleichen Zutaten wie in der Kochtüte. Genau, und die Und Differenz ist kein Euro, 1 Euro, guck 2 mal Euro, hier. sondern hast du hier fast 6 Euro. Ja, hier bei der Lachs-Tagliatelle. Also Genau. Lachs, Lachs, Tagliatelle, Ricotta, sonnengetrocknete Tomaten, Zitronen, Basilikum. Kostet im Supermarkt 22,78 Euro 22,78. und bei uns 16,50 Euro. Es ist Klasse. verrückt. Es ist nicht Ja. immer so, aber oft. Und ich sag mal, im Schnitt ist es bei uns auf keinen Fall teurer. Und es ist auf jeden Fall abwechslungsreicher. Und Natürlich. Gute mucho Qualität. rico. Was heißt sehr lecker auf Syrisch? Chibi Shahi, Sag noch einmal. tayeb Tayeb ktir. ktir. Das heißt sehr lecker. Tayeb ktir. Ja, son. Dann fangen wir mal an. Ja, auf daher Simpson. Machen Wie wir hast du auch. eigentlich, ich finde, du sprichst sehr gut Deutsch. Das freut mich, von dir zu hören. Besser wie ich? Wie hast du Deutsch gelernt, als du hier warst? Das ist. Wie hast du gemacht? Also am Anfang, als ich nach Deutschland kam, Ja. habe gar keine Leute gefunden, die mit mir auf Deutsch sprechen, weißt du? Also ich habe schon Deutschkurs besucht, Ja. aber das Problem ist, Was, aber. schwierig, also das, was wir in der Schule gelernt haben, draußen zu besprechen, weißt du, zu Ja. üben. Ja. Auf jeden Fall, ich war auch in einer Schule am Steindamm Ja. Alles und am dort, Steindamm. genau. Ja. Und auf jeden Fall, ich habe damals auch in Richtung Fischbeck gefunden, Buxtehude, Cuxhavenstraße. Ja, außerhalb von Hamburg. Genau. Oh ja, und jeden Tag, wenn ich Feierabend von der Schule hatte, gehe ich, also ich war unterwegs nach Hause, dann treffe ich mich bei Leuten, bin auf der Straße. Ja. Und da übe ich ein bisschen mit Ach, denen. Frage ich den und 10 Cent pro Antwort. dann bist du auf die Straße gegangen und hast Ja. mit Pennern quasi Obdachlosen Deutsch geübt. Genau. Nach 6 Monaten kriege ich mit, dass sie die Sprache auch nicht können. Also beziehungsweise kommen aus anderen Ländern, die ja die Sprache nicht verstehen, verstehst du? Die haben auch nicht so gut Deutsch gekonnt. Genau. Okay, krass, aber da bist du nach der Schule immer Ja, immer rausgegangen und. raus, ja. Hab Wow. versucht, Kontakt zu haben. Ja. War schwierig am Anfang, weißt du, besonders also bei mir, ich konnte nichts Englisch. Kein Englisch, Kein kein Englisch. Deutsch. Dann bist Dann du hier, schwierig. dann ist es sehr schwierig. Ja. Ja. Auf jeden Fall danach Und habe einen Job gefunden und daher hat es schon angefangen was mit war dein mir. erster Job? Erster Job. Ich habe schon bei Zeitarbeit Firma ein paar Tage zuerst bei Primark gearbeitet in Billstedt. Ah, Primark, Genau. Regale einräumen oder Also im Lager oder gleich verkaufen oder? kommt drauf an, wie das Dienst anfängt. Also wenn wir früh, dann sollen wir im Lager was. Die Sachen, was uns fehlt, da sollen wir das alles auffüllen und dann
wenn ich nachmittags anfangen soll, dann soll ich als Verkäufer halt, weißt Ah, okay. Cool, dann war der erste Job im Primarkt. du? Richtig. Und da hast du dann ein bisschen Deutsch gelernt. Oder Ja. mehr Deutsch gelernt. Und Türkisch auf jeden Fall. Und Türkisch. Kann man immer gebrauchen. Ja. Möchtest du das Wasser salzen? Für das Basmati-Reis. Genau. Also was wir jetzt hier haben. Wir haben Hühnchen. Es gibt das in der Kochtüte übrigens auch mit Sojahühnchen. Dann ist das nämlich ganze vegan. Schmeckt auch Ja. sehr gut. Schmeckt auch sehr gut. Wir haben hier Kikkerhuhn. Das ist ein Maishühnchen. Das wurde mit Mais gefüttert. Und deswegen ist das Fleisch schön gelb. Gute Qualität. Verliert kaum Wasser. Ist schön saftig. Genau, Yasan. Also was wir jetzt hier machen. Wir machen hier den Reis. Sehr gut. Hier braten wir das Hühnchen an und geben dann die Mango dazu, Kokos, Zwiebel. bisschen Wasser, paar Gewürze. Das ist Kreuzkümmel. Sriracha-Soße, Ja. Kreuzkümmel und Kurkuma. 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 Genau. Kurkuma ist auf Arabisch. Wie? Kurkuma. Karkum, das ist einfach für mich. Sehr lecker. Was? Wieso? Wie Keine hieß es? Ahnung. Nein, was heißt nochmal? Kurkuma. Nee, sehr lecker. Was heißt sehr lecker? Tayyib kteer. Eieiei. Die Die Sprache ist. Integration schaffen wir irgendwann. Yasan, die Schrift Syrisch ist ja Ganz auch anders. anders. Also Arabisch rechts nach links. Rechts nach links. Genau. Aber die. Nee, das ist auch ganz anders. Also die Schrift von rechts nach links und die Buchstaben sind auch ganz anders. Ganz anders, ja. Alter. Ist schwierig. Das ist Also ich muss. schwer. Arabische Sprache ist was richtig schwierig. Aber auch wenn man Lust und Bock hat, dann Ja, lernt man das. dann geht das schon, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Gut, Yasan. Sehr Wie gut. wär's? Wenn ich das versuche anzumachen. Versuch mal anzumachen. Du kannst hier. Bei Hühnchen muss man immer ein bisschen aufpassen mit Salmonellen und so. Yasan, wie wär's, wenn du die Handschuhe Mache anziehst? ich. Hier das Hühnchen in Würfel Sehr gerne. und dann Aber ich braten wir glaube, das das. ist sehr heiß, oder? Ja, wir machen es nicht so heiß. Hühnchen nicht zu heiß anbraten, weil sonst Aber wird es wie willst du trocken. das? Einfach so viereckig, oder? Ja, viereckig. Kannst auch Kreise machen oder Dreiecke, Ja. wie du möchtest. Sterne. Sterne. So, es gibt natürlich wie in jedem guten karibischen Gericht viel Alkohol, sage ich schon. Alkohol auch immer, aber Knoblauch und genau, ich habe dir ein zweites Messer mitgebracht. Perfekt. Ja. Knoblauch und Schalotten. Das wird einfach mit dem Hühnchen angebraten. Die haben auch sehr gute Cocktails. Ja. Alkohol. Ich begrüße ja meine Frau, die immer im Urlaub hat mir bestellt Cocktails, die schweren Namen zu Was hast du? aussprechen. Hast du vielleicht einen Mojito getrunken? Mojito und gibt es noch was Ah, anderes? Mojito ist mit frischer Minze. Okay, Das ist mein ja, stimmt. Lieblingscocktail im Sommer. Da hatten wir ja schon, oder? Ein Ja, haben Cocktail wir auch in der da. Kochtüte, ja. Haben wir auch. So, ja, dann wir braten das Hühnchen So mit gut. der. Perfekt. Perfekt. Wir braten das Hühnchen oder das Sojahuhn. Wie gesagt, es gibt mittlerweile echt gute vegetarische Hühnchenalternativen. Ja. Vor allem, wenn die gut gewürzt sind, also dann ist es echt, Lecker. echt lecker. Und das ist das Wichtigste. Genau, Aber wir braten. Sojahack habe ich nicht erwartet, dass es echt so ähnlich schmeckt und so lecker. Also ja, beim Hack ist es echt Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Und das Hühnchen, was wir haben, das Sojahuhn ist auch gut, finde ich. auf jeden Fall. Also bei uns Kochtüte, Vegetarier, Fleischesser. Soll ich rein? Unbedingt. Sehr gerne. Dann kannst du gleich salzen, pfeffern. Und dann kannst du deine Handschuhe. Oh! Langsam, langsam. Salz, Pfeffer. Pfeffer, ja. Kocht das Wasser vom Reis schon? Fast. Wenn das kocht, kannst du den Reis reintun. Mache ich. So, darf ich unsere speziellen Kochlöffel benutzen? Sehr gerne. Hast du in Syrien beim Fernsehen gearbeitet? Nein, noch nicht. Du könntest so bei Home Shopping, es gibt so Fernseh. Kanäle, Show, wo ja. nur verkauft wird, könntest du auch anfangen. Home Shopping nennt Aber sich auf jeden das. Fall
seitdem du das mir geschenkt hast letztes Mal, ja, bei uns zu Hause benutzen wir die so gut. Ja, ne? Weil, Yasan, aus Oliven hast du es mir erzählt, oder? Olivenholz. Ja. Es sieht schön aus. Auf jeden Fall. Und vor allem das Logo hier. Wir haben noch ein Logo. Hey, fantastisch. Es sieht schön aus, wir haben ein Logo. Und wenn man den ab und zu mit Olivenöl, muss den ab und zu einölen. Ja. Den machen wir ein bisschen kälter. Sehr gut. Du musst den ab und zu einölen mit Olivenöl. Okay, dann, das ist was Neues. Genau, du musst den ab und zu einölen. Und dann glänzt der wieder richtig. Und dann hält der, was ich, jahrelang. 10 Jahre. Okay. Nur ab und zu ein bisschen Olivenöl. Habt ihr Olivenöl zu Hause? Auf jeden Fall, das ist unser bester Freund. Was habt ihr? Habt ihr so einen Kanister? Oder habt ihr eine 1-Liter Flasche? 3 Liter. 3 Liter. Wo kaufst du denn Olivenöl? Kommt drauf an, also manchmal haben die all die gutes Angebote da aus Griechenland. Das ist die ähnlichste, was wir haben. Ah ja. Also, guten Preis. Aber auch im 3-Liter Kanister? Ja, ja. Ah ja. Wenn nicht, dann gibt es auch von Rewe zum Beispiel Edeka. Okay. Oh, wir dürfen den Reis nicht vergessen. Ach so, ist schon gekocht. Ja, ja, ja. Jetzt Mango kommt hier rein oder am Ende? Nee, die Mango kommt da rein. Wir machen das noch ein bisschen. Ah, okay. Ich schneide mal die Mango. Alles klar. Weißt du, wie man eine Mango schneidet? Das hier liegt dieser Kern so drin. Richtig. Da schneidet man am Kern runter. So. Beide Seiten. Wir haben eine Einsertüte oder eine Zweier? Das ist eine Einsertüte, gell? Ja, der Einser. Einser. Und das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann ist es eigentlich ein bisschen zu viel Mango. Guck mal, dann hast du hier diese 2 Scheiben. Und dann machst du einfach so. Du ritzt da ein Muster rein, Würfel. Okay. Aber du schneidest nicht durch, nicht durchschneiden. Guck es noch ganz. Und dann gehst du Löffel und dann gehst du einmal hier so rein. Sehr gut. Und dann hast du hier die schöne Mango. Ah, das ist aber was Neues von mich. Ja? Ja. Also Mango ist eine geile Mango ist meine Lieblingsfrucht. Ah, ich liebe Mango. Oh, ja, ich glaube dir. Mango ist so geil. Und ich war ja mal in Costa Rica, ein halbes Jahr. Okay. Schönes Land, oder? Hammer. Du hast Pazifikküste, Atlantikküste, yeah, dann hast du Berge, Strand, Dschungel. Ey, war Hammer. Da war ich, in Cahuita, an der Atlantikküste. Und war das als Urlaub oder wie? Das war, hast du gearbeitet? Ich habe ja studiert. Ah, okay. Und während dem Studium habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mache ein halbes Jahr Pause und bin ein halbes Jahr einfach nach Mexiko, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Sehr schön. Und da war ich. Aber was ich erzählen wollte, da war ich am Strand in Costa Rica und am Strand war ein Mangobaum. Der Mangobaum, der war riesig. Ich wusste nicht, dass Mangos auf so großen Bäumen wachsen. Der Baum war bestimmt 40 Meter hoch. Okay. Und dann lass es 30 sein. Aber weißt du, bei uns, wenn du ins alte Land fährst, Apfelbäume, die Apfelbäume sind so groß. Ja. Yeah. Und ich dachte irgendwie, Mango hängt auch an so einem kleinen Baum. Aber Alter, der Baum war riesig und die Jungs sind da immer hochgeklettert und haben dann sich Mangos gepflückt. Und ganz anders Geschmack als hier. Noch in, also wenn du hier, wenn du ab und zu Glück hast, dann kriegst du auch eine gute Mango. Oh. Aber es gibt viele schlechte Mangos auch. Aber sehr intensiv der Geschmack. Süß, fruchtig. Oh, also richtig geil. Und auf jeden Fall, die Jungs sind dann immer auf den Baum hochgeklettert. Ganz nach oben. Und haben dann die Mangos da runtergeholt. Und dann haben sie die an die... ich habe keine abbekommen, ich war nur der dumme Tourist. ich musste sie für 5 Dollar kaufen. Aber hey, das war okay. War richtig lecker. Okay. Probier mal eine, die ist nicht schlecht, Yasan. Ja. Danke. Aber Mango gegessen hast du schon oft, oder?
Ja, natürlich. Naja. Kocht man in bei uns der Küche? Ägypten sind auch so bekannt mit Mango. Naja. Ja. Was wir jetzt hier noch machen, wir haben hier Kokoscreme. Ja. Das ist nicht Kokosmilch, sondern Kokoscreme. Das ist 100% Kokosnuss. Okay. Nichts anderes. Kein Wasserzusatz, kein Zucker, kein Aber Salz. Hart. Das ist hart. Bei Zimmertemperatur, also wenn es so 30, 35 Grad draußen hat, dann wird auch das weich. Aber jetzt ist es hart. So, das ist 100% Kokosnuss. Das packen wir damit rein. Okay. Schütt ein bisschen Wasser mit dazu und dann hast du eine schöne Kokossoße, Kokoscreme. Mit ein bisschen Süße von der Mango. So. Oh. Das wird gut, Jasan. Riecht sehr gut, ha? So. Und jetzt noch, habe ich vergessen, hätte man zuerst machen können. Unsere Gewürze. Hätte man schon vorher ein bisschen machen, aber ist egal. Ist egal. Ich packe die da rein. Haben wir noch einen Löffel? Haben wir. Sehr gut. So. Sriracha ist ein bisschen scharf. Kreuzkümmel kennst du, wird auch bei euch ja viel verwendet. Kamun. 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 Die Gewürze haben einfache Namen. Ja. So. Nana. Nana. Oh, Nana. Nana, Nana. Guck mal, jetzt hat es eine schöne Farbe. Ja. So, das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen. Das lassen wir ein Reis, bisschen. Was macht Reis? Du kannst deine, möchtest du deine Handschuhe, brauchst du nicht mehr. Ach so. Wirf rein. Der Reis. Koch tut der Ding auch, wenn das Essen fertig ist. Oh. Mülltüte, perfekt. Den Reis kannst du ein bisschen runterschalten, Jasan. Unser bester Chef kümmert sich um uns, natürlich. Tee ich habe Tee machen. Gemacht, ja. So bin ich. Aber wenn es so kalt ist, dann ist ein schöner, ja, warmer Tee. So, Reis sollen wir probieren, oder? Nee, der braucht euch noch ein paar Minuten. Ah, okay. Ich nehme mal das Hühnchen hier weg. Das Hühnchenschneidebrett. Genau, da muss man noch ein bisschen gucken. Hühnchen kann ja Salmonellen haben. Und die Koriander kommt am Ende, oder? Koriander am Ende oben drauf, genauso wie Limette. Limette. Und dann hast du was schön Frisches. Du hast das Cremige mit der Kokos. Der Reis zum Sattmachen, was Fruchtiges mit der Mango, eine leichte Schärfe mit der Sriracha und ein bisschen was Erdiges mit dem Kreuzkümmel. Sehr gut. Ich glaube, das wird gut, Jasan. Ich glaube auch. Ich glaube, es wird gut. So. Perfekt. Du kannst aber gern, wenn du möchtest, Jasan, kannst du gern den Reis mal probieren und dann kannst du sagen, ob der Reis fertig ist oder nicht. Er braucht wahrscheinlich noch 5 Minuten, glaube ich. Ich glaube auch. Weil arg lang haben wir den noch nicht drin. Mhm. So ein bisschen hart, oder? Ja, ja. So. Okay, was brauchen wir noch? Koriander machen wir mal oben drauf. Und vermisst du Allgäu? Das Allgäu? Ja, immer. Im Herzen. Ja, ganz anders Wetter dort. Ich sag mal so, im Winter ist es kälter. Und kälter als hier, als Hamburg. Okay. Und im Sommer heißer. 4 Saison habt ihr vielleicht. Was? 4 Saison. Ja, wir haben so richtige 4 Jahreszeiten, ja. Schönen Winter. Wobei die Winter waren vor 20 Jahren, muss ich schon sagen, noch kälter, glaube ich. Dann wird auch wärmer. Aber mehr als in Hamburg. Im Winter hast du Schnee. Herbst, wie sieht das aus? Herbst, die Bäume, alle bunt, viel Wind. Und im Sommer aber schön heiß. Das ist schön. Das ähnlich ist wie Syrien auch, so haben wir Plätze, Plätze. Und in ich dachte immer, Damaskus ist doch relativ nah am Meer. Nee. Wie weit ist, aber nicht so weit weg. Wie nicht weit so weit, das? Also wenn wir Stunde mit dem Auto? Ich glaube 3 Stunden, 3,5 locker. Ah, also schon so, Aleppo keine Ahnung. Aleppo ist näher von... Am Meer?
mehr als Damaskus, ja. Okay, und okay. In Damaskus hast du auch Schnee im Winter? Ja, klar. Wir haben in Damaskus auch fast die Saison, also fast, ja. Man denkt als Kartoffel, wie ich bin, denkt man immer an Naher Osten. Am Kamin. Nein, aber ich denke immer, es ist sehr, sehr, sehr heiß, denke ich immer. Also ist es heiß. Also und es Sommer gibt kein in Winter. In meiner Stadt kommt das Wetter bis 30, 33, ja. 35 locker. Weißt du, gibt es ein paar Plätze auch in Syrien, die in die Grenze, im Irak, kommt das Wetter bis 40 dort, weißt du? Ja. Hier letztes Jahr auch haben wir in Deutschland du hast recht. Fast die 40 erreicht. Ja, ja. In Hamburg war doch einmal 40 Grad. Ja, ja. Als ich im Allgäu war. Heißer Tag. Ich war auch im Urlaub. Wenn es hier so... Jetzt reden wir hier über Urlaub. Wenn es hier, ich sag mal, im Sommer bewölkt ist und es regnet und es ist kalt, und dann kommt Yasan immer hier rein und sagt so, oh, Jungs, schönes, richtig geiles Wetter, oder? Und wir immer so, nee, viel zu kalt. Der Regnet ist was Wunderschönes, aber nur reinzugucken. Nur zum Schauen. Unterwegs, nein. Guck mal, jetzt wird es schön, siehst du, wie cremig das jetzt ist? Ja, ja. Also die Kokoscreme hat sich jetzt tatsächlich aufgelöst. Mit dem Wasser. Und so dickige Soße mit Mango guck auch. Guck mal, wie viel Soße. Junge. Ich liebe das. Ist doch geil. Ja, klar. Ich guck mal, und Hühnchen. Jo. Hast du mal ein Hühnchen probiert? Ja. Hast du abgeschmeckt, Salz, Pfeffer? Ja, ja. Passt? Wenn er sagt, passt, passt. Was sagt der Reisexperte? 2 Minuten auf jeden Fall. 2 Minuten? Gut. Machen wir 2 Minuten. Dann machen wir 2 Minuten. Aber kurz Frage jetzt, was machst du mit dem Reis nachher, wenn das die 2 Minuten schon abgelaufen? Einfach Wasser weg und dann essen? Ja. Ach so, okay. Wieso, was macht ihr? Also oder kommt du? Drauf an, zum Beispiel bei uns kochen wir das Reis mit dem Wasser, weißt du? Und dann lassen wir drauf. Ah, genau so viel Wasser, dass es... genau, dass das Reis selber trinkt, verstehst du? Ja, verstehe ich. Zum Beispiel, die Methode kenne ich auch. Die Leute aus dem Irak, die kommen auch, kochen das so ähnlich wie hier. Ja. Aber wenn das Wasser fertig ist und machen das weg, dann kommt das wieder ein bisschen Fett. Und braten die das bisschen... Ja, ein bisschen anbraten. Genau, damit das Reis ein bisschen säftig bleibt. Weißt du, was ich meine? Saftig oder meinst du Geschmack von Röster? Geschmack und saftig. Ach so, wegen dem Öl? Ja. Ah, okay. Blästsch. Ja, mit Olivenöl aber. Ja. Okay. Oder normal, also gibt es auch Tierfett. Mhm. Ah, ja. Das kommt noch fettiger, weißt du? Ja. Auch so zum Beispiel. Ja, also die Methode mit dem, dass das Wasser verdunstet, die kenne ich auch. Genau, hast du schon mal probiert? Ja, die kenne ich auch. In manchen Gerichten bei der Kochtüte haben wir es auch. Ah, okay. So, ja. Aber das war, ich war jetzt zu faul, das genau richtig mit dem Wasser zu machen. Ah, okay. Aber dort in der. Aber das heißt doch immer, eine Tasse Reis? Eine Tasse Wasser. Eine Tasse. So ist ja die ganze Mutter. Aber bis jetzt mit mir klappt das niemals. Ich dachte, es ist eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser. Das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Manche sagen ein Glas, ein Glas. Manche sagen, die Hälfte von Glas, was du Reis benutzt, machst du die doppelte vom Wasser. Ja. Weißt du? Tastet euch ran, jeder Kochtopf ist auch anders. Ja, also ich hatte Glück. Katharina weiß, kennt Katharina das. Weiß es. Wo wären wir ohne unsere Frauen? Verloren. Verloren, ehrlich gesagt. Gut, Yasan, die 2 Minuten sind um. Okay. Schütt mal hier rein, den Reis. So, bist du bereit? Ich bin, okay, ich Eins, bin ready. 1, 2, 3. Ich bin ready. Du kannst ein bisschen aus, obwohl, so passt schon. So, ausmachen. Da ist schon aus. Ja. So, hier ist unser Reis. Push mal hinter dir jetzt, sonst steht ein Teller. Sehr gut. Bitte schön. So, eine ich komme. Nüsse. Ich hab's. So, Reis.
Ein bisschen Reis muss sein. Na, 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 na. Was ist dein Lieblingsmusiker? Deutsch. Deutsch? Ja? Ich vergebe dir. Das ist Mark. Alles, also. Ja, alles, nimmst du, hör auf. Alles stimmt nicht. Also ich mag gerne Musik, weißt du, egal wer bei, neben mir anmacht, ja, dann kommt drauf an, ob das Musik bei mir was spielt. Also ob Deutsch, du was spürst. Ja, zum Beispiel das, was du anmachst die ganze Zeit. Ja, die Flippers. Gut. Ja. 40 Jahre die Flippers. Ich finde das so. Es macht glücklich. Ja, klar. Aber weil ich wahrscheinlich so glücklich bin, wenn ich die Flippers natürlich laufen lasse, dann steckt das dich an. So, okay, also jetzt kommt das einfach. Einfach oben drauf. Oben drauf. Einfach oben drauf. Also daneben. Mach's schön. Einfach, damit aber du siehst, das alleine probierst und weiß. Also bei uns in der Kochtüte, ihr seht, es ging ratzfatz. Bei uns in der Kochtüte ist das, kann man wählen, entweder mit Hühnchenfleisch, einer Maispoulade, ja, oder mit Sojachicken. Wenn man es mit Sojachicken hat, ist es ein veganes Gericht. Jetzt hast du einmal, nice, eine Insel. Sehr gut. Such so, dir einen Platz. So, jetzt machen wir ein bisschen. Ach so, jetzt kommt die Koriander. Jetzt kommt der Koriander. Dann wir beide mögen Koriander, richtig? Ja. Wer keinen Koriander mag, kann weglassen. Ja. Bisschen grün sieht er immer gut aus. Und dann Limette kommt auch drauf. Und dann Limette. Okay. Okay. Habt ihr gesehen, was passiert ist? So. Oh. Alter, das ist ganz schön Saft. Hammer. Die spritzt überall hin, nur nicht auf den Teller. So, Yasan, es riecht sehr gut. Das sehe ich schon. Du siehst das, ne? So. Also, hier. Vielen Dank. Oder willst du eine, kannst auch eine neue Gabel haben. Alles gut. Das ist ja, alles klar. Komm, wir probieren mal. Was wird am meisten gegessen in Syrien? Welches Fleisch? Lamm? Lamm, oder? Lamm wird am meisten. Hähnchen auch? Ja. Ist bestimmt noch arschheiß. Ist es noch arschheiß oder geht? Hm. Schmeckt sehr gut, Chris. Hast du gemacht, Yasin. Vielen Dank fürs Kochen. Sehr gerne. Mm. Und das Hähnchen ist saftig. Ja, das Hähnchen ist saftig. Sehr gut. Nicht zu heiß angebraten? Nein. Soße ist perfekt. Fällt gar nicht. Einfach Hammer. Bestell. Schön cremig. Ja. Saftig. Fruchtig. Ja. Bisschen scharf. Was frisst du mit der Limette? Ich bin zufrieden. Auf jeden Fall. Du bist auch zufrieden? Ja, also erst einmal probiere ich sowas, aber schmeckt sehr gut. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass von meinen Lieblings auf die Liste zu backen. Ja? Ja, Top 10? Das ist gut. Ich bin auch Fan. Machst du das sehr gerne, oder? Ja klar. Ich packe nur, Yasan, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich packe nur Sachen in die Kochtüte, was du die richtig mir schmecken, okay, die ich gut finde, die ich geil finde. Die Sachen für die Kochtüte, die müssen als allererstes müssen die lecker sein und zweitens, die müssen einfach sein, okay, aber trotzdem mit dem gewissen Etwas. Sehr gut. Ne? Also guck mal, war nicht schwer, das zu machen. Easy. Wie lange? 20 Minuten? Easy. Die Hälfte waren, haben wir geredet. Genau. Easy zu machen. Trotzdem fancy, wenn du da, ja, auf Date bist, kannst du trotzdem dein Date beeindrucken, wenn du das auf den Tisch stellst. Kein Fate, keine irgendwas. Ja, ja. Also, ich bin happy. Dann essen wir jetzt, oder? Me too. Klar. Alles klar. Leute, schönen Tag noch. Schönen Feierabend. Genau. Macht euch ein Bier auf oder sonst irgendwas. Entspannt euch. Seid lieb zueinander. Und gebt mal chriskochtüte.de. Richtig. Ciao. Tschüss. Tschüss.